Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Herr der Ringe online. Svalfang ist der Name des lebenden Riesen und Svalfang wird der Name des toten Riesen sein, wenn wir mit ihm fertig sind. Wir haben ja noch eine Rechnung zu begleichen mit ihm. Er hat uns ja, was macht denn der Bär da? Sitzt hier an der Klippe, einfach mal so. Wir haben ja noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Wir haben es ja schon mal probiert, da unten marschiert er. Stufe 30 Elite, wir sind 35. Ich denke mal, es kann knapp werden. Aber wir können es schaffen. Just do it! Ne? Wo läuft er denn jetzt hin? Hallo? Er läuft schon vor uns davon. Da hat er uns wohl schon gesehen. Wir schießen ihn mal an. Hui! Und ziehen ihn zurück. Dann haben wir etwas besseren Überblick. Oh, er schmeißt mit Steinen. Offenbar. Hör auf! Komm hoch! Da ist er! Wenigstens machen wir jetzt schon Schaden. Das war ja beim letzten Mal überhaupt nicht der Fall. Auf uns rumzutrampeln. Ja, ohne Probleme. Hallo? Kurze Verschnaufpause. Die hat er wohl gebraucht. Sehr schön. Die Hälfte haben wir schon. Was? Die eiserne Krone? Von wegen. Im Bre wird für deinen Kopf gut bezahlt. Das war ja einfach jetzt. Das war jetzt in der Tat etwas einfach. Na gut. Ich spare euch den Rückweg. Wir sehen uns in Bre, wenn wir die Aufgabe abgeben. Da müssen wir eh wieder zu dem Musikantenfestival. Weil wir... Nee, wir müssen zu Amlan. Moment mal, wo ist der denn? Wir müssen zu Amlan. Doch, der ist auch im Bre. Ah, der ist, glaube ich, in der Gasse hinter dem tänzelnden Pony. Das kann sein. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Und wir werden jetzt die Quest mal abgeben. Und wenn wir die abgegeben haben, dann machen wir uns auf Richtung Norden endlich. Ich glaube, ich habe schon vor 3 Folgen vorgehabt, hier hoch zu kommen, aber irgendwie kommt immer mal was dazwischen. So, der müsste jetzt irgendwo genau hinten. Oh, das Fest ist bereits vorbei, das ist sehr schade. Ich dachte, da wird noch gespielt. Da ist er. Der Amlan. Was kann ich für euch tun? Ihr habt den Riesen besiegt, gut gemacht. An der Grenze dieses friedlichen Landes lungern viele Fremde herum. Zweifellos hätte er für größere Probleme als ein paar verschreckte Hobbits gesorgt, wenn ihm nicht Einhalt geboten worden wäre. Wir erhalten eine Halskette, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich behalte aber trotzdem meine +3 Tapferkeit und ein Schwert. Ja, nö. Na gut. Nichts mehr von Belang für uns. Und jetzt können wir aber ganz entspannt hier hochreiten. Zwar nicht mit Schnellreise, aber wenigstens automatisiert. Dann brauche ich mich nicht um die Steuerung kümmern. Dann schauen wir mal, welche Quests wir oben noch haben. Ich denke mal, wir haben noch eine oder zwei, die wir abgeben müssen in Schragen. Aber das war es dann auch schon. Was benötigt ihr? Schragen. Oh, ich wollte euch... Ah, Mist, ich denke immer nicht dran. Ich wollte euch ja noch unsere Ziege zeigen. Die haben wir ja wieder komplett ignoriert. Machen wir, wenn wir in Schragen angekommen sind. Jetzt schauen wir mal bei unseren Eigenschaften, ob wir da was ändern müssen. Wir haben hier ein neues Rassenfeld. Das heißt, wir können hier Bonuslist und Überzeugung reinsetzen. Bringt aber für uns aktuell nichts. Das ist nur, wenn wir ein Gefährtenmanöver machen. Und wenn man ein Gefährtenmanöver machen will, dann braucht man Gefährten. Ist halt mal so.
bei unseren Eigenschaften hat sich da was getan. Wir haben hier Rüstungswert, das ist okay. Wir haben hier Macht, das wäre auch nicht schlecht. Disziplin wäre ganz gut für uns. Was haben wir denn hier? Vitalität, Rüstungswert. Ich bin eigentlich mit unseren unserer aktuellen Ausrüstung bei den Eigenschaften sehr zufrieden. Eventuell das hier könnte man rausnehmen, wobei das hier auch maximale Moral gibt. Nicht, ich denke mal, wir lassen es. Wir lassen das so. Da werden wir nicht viel rumspielen. Ich weiß nicht, ob da noch bessere kommen, ob wir da vielleicht noch was wechseln sollen. Naja, aber fürs Erste, ich meine, es macht nicht so viel aus, es sind nur kleine Punkte, aber ein bisschen optimieren können wir ja. Hier sind wir soweit fertig. Ich werde jetzt nicht mehr zurückwechseln zum anderen Zweig, zur kühnen Klinge. Das lassen wir jetzt gehen. Ich will das jetzt hier mit dem Verteidiger durchmachen. Das ist mir irgendwie am angenehmsten, habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist irgendwie vom Ablauf und von der Steuerung ist es sehr komfortabel und macht Spaß, nicht so wie beim anderen, da wo man dann zig Möglichkeiten hat und trotzdem nehme ich aber immer nur die gleichen drei. Also von daher, was gibt es denn hier? Handler Ringpanzer des Försters wird hier verkauft, offenbar. Schuppenringpanzer, extravaganter Festhut, den kennen wir ja schon, den haben wir selber. Und einen Umhang. Verkauft ihr das oder verschenkt das? Steht nicht dabei. Na schön. Okay, wir sind eh gleich hier in Schragen. Wir haben Schragen schon gesehen, oder? Mit der Instanz, da waren wir doch schon hier oben. Wenn auch nur kurz. Dann schauen wir uns jetzt Schragen nochmal etwas detaillierter an. Das wird nämlich unsere Heimat für die nächsten 3-4 Folgen bestimmt locker. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar bis zur Pause. Und dann darf man auch gern mal ein bisschen Zeit investieren. So, dann steigen wir hier mal ab und gehen zu Fuß durch das wunderschöne Stadttor. Schragen ist ja, wie wir hier schon gesehen haben, sehr heruntergekommen. Aktuell ist ja komplett verbrannt und zerstört worden. Wir haben hier rechts haben wir schön die Verkaufsstände, die nie jemand braucht, weil die Sachen, die hier verkauft werden, die braucht kein Mensch. Wer kauft denn das hier oben? Ich meine, wenn ich hier oben ankomme, dann bin ich schon so gut ausgerüstet. Das braucht kein Mensch. Ich weiß es nicht. Die haben einfach wahrscheinlich nur Nostalgiewert. Genauso hier die Rüstungen. Der hier, der ist neu. Händler für Zierwerk. Was kann ich für euch tun? Da gibt es in der Tat neue Sachen. Hui. Da gibt es in der Tat neue Sachen. Fischerweste. Ah, nee, das sind alte. Okay. Genau, die kennen wir schon. Das sind die Anfangszielwerke, die es ganz zu Anfang mal gegeben hat oder eingeführt wurden. Und die gibt es ja immer noch hier zu kaufen. Hier haben wir den Stallmeister. Und da müssen wir doch eigentlich schön runterschauen können auf den Fluss. Ich will nur nicht runterfallen. Das wäre in der Tat blöd. Und unsere Reise wird uns auch hier rüber in die Gebiete hier drüben führen. Da werden wir einiges entdecken können. Hier haben wir den Handwerksbereich. Mehr oder weniger. Hier haben wir die Bücher. Haben wir hier nicht. Hä? Doch, hier haben wir die Tische. Aber die Schmiede ist auf der anderen Seite. Die ist hier. Ja, und dann geht's los hier mit den abgebrannten Gebäuden, Mensch. Da sieht's gar nicht mal so schön aus. Alles kaputt, alles verbrannt. Durch die Überfälle von den Orks. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier für Quests haben. Feuer im Norden braucht man nicht. Estelle, den sind wir noch lange nicht. Hm.
Einleitung brauchen wir auch. Doch, Einleitung, Nordhöhen. Das ist die Aufgabe, die wir abgeben müssen. Nur eine. Ich denke mal, daraus ergeben sich dann die nächsten Aufgaben. Bei Maler Shelton müssen wir uns melden. Was kann ich für euch tun? Hallo, seid ihr hier, um zu helfen? So viele werden vermisst oder sind losgezogen, um Hilfe zu holen. Doch nur wenige sind zurückgekehrt. Es scheint, als ob die Orks jede Nacht aggressiver werden und uns noch mehr bedrängen. Schragen hat Helden bitter nötig. Okay, das war's bei ihr, aber hier oben ist ein Ring erschienen und ihr seht schon, der ist nicht mehr golden, sondern grau. Das heißt, er ist unterhalb unserer Stufe, unserer aktuellen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ein scharfer Verstand. Ich hätte nicht übel Lust, jede einzelne Wache in dieser erbärmlichen Stadt einzusperren, nachdem keine von ihnen auch nur einen Finger gerührt hat, um diese Katastrophe zu verhindern. Seht euch doch nur mal unsere Stadt an. Die Häuser der Leute niedergebrannt, Asche fällt wie Schnee vom Himmel. Aggie Krabgras war die einzige, die während des Angriffs einen kühlen Kopf bewahrt hat. Ohne sie wären wir nun alle tot. Niemand erinnert sich, was passiert ist, nur Aggie, die hin und her gerannt ist, um alle zu wecken. Ich schwöre, ich lasse diesen Talbot hinten dafür hängen. Sprecht mit Aggie Grabgras. Die Aggie, wo findet man denn die? Die ist bei der Brücke offenbar. Ich schwöre, es war nicht meine Schuld. Ich bin auf dem Posten nicht eingeschlafen, armer Kerl. Aber wer pennt, wird gehängt oder so. Nicht ganz. Da ist sie. Ich weiß ganz sicher nichts. Hauptmann, Trotter ist viel zu sehr damit beschäftigt, alle zu bestrafen, die den Angriff verschlafen haben. Aber ich mache mir mehr Sorgen darüber, was passiert, wenn wir noch einmal unachtsam werden. Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr geschlafen, aber ich werde meinen Posten hier nicht verlassen. Würdet ihr mir helfen? Na klar, machen wir das. Bitte wartet eine Minute. Abgeschlossen, scharfer Verstand, was haben wir denn da abgeschlossen? Achso, erfüllt Aufgaben in den Nordhöhen können wir mal wieder machen. Ein gewaltiger Knall in der Nacht. Ich wage es nicht, meinen Wachposten zu verlassen, um das Blutbad zu untersuchen. Würdet ihr uns helfen? Ihr könntet die Stadt durchsuchen und herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Die Explosion war ohrenbetäubend. Warum ist niemand davon aufgewacht? Was hat dieses Chaos nur verursacht? Ich habe noch nie in meinem Leben von so etwas gehört. Sucht in Schragen nach der Ursache der Explosion. Machen wir gleich, aber bevor ich es wieder vergesse, schauen wir uns unsere Ziege an. Eine Ziege mit wunderschönem Schmuck, aber hat einen Apfelkorb hinten drauf. Ja, mit der können wir mal kurz hier ein bisschen rumreiten. Wie der wackelt hier hinten. Wie so ein Schwanzfortsatz. Das ist seltsam. Sieht ganz komisch aus. Na gut, da gibt es bestimmt schönere Fortbewegungsmittel. Wir sprechen mal mit Talbot. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Endlich jemand, der mich anhört. Ja, ich hatte in jener Nacht der Explosion Wachdienst, aber ich bin nicht eingeschlafen. Naja, schon, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als ob ich betäubt gewesen wäre. Ich erinnere mich nur noch daran, wie mich Aggie wachgerüttelt hat und überall um uns die Flammen tobten. Wir haben die donnernde Explosion alle verschlafen. Wie könnt ihr euch das erklären? Aber Hauptmann Trotter will nichts davon hören. Sucht in den Orklagern nach Beweisen dafür, dass Talbot betäubt wurde. Da haben wir unsere erste Aufgabe. Wir reiten nochmal hier rum, ob hier noch irgendwo, hoppla, ob hier irgendwo noch ein Ring ist. Da ist nämlich hier so ein rot markierter Bereich. Was müssen wir denn da suchen? Jetzt sind wir schon außerhalb. Ich schalte mal die Namen ein, damit wir das eventuell gleich sehen. Wo müssen wir da hinreiten? Eigentlich hier in dem Bereich jetzt hier. Das kann ja gar nicht sein. Oh, da oben ist was. Schwarzes Pulver.
Ah, okay. Schwarzes Pulver ist also das, was wir hier brauchen. Dreimal. So, eins brauchen wir noch irgendwo. Na, da oben. Das können wir von hier unten greifen. Kein Problem. Und jetzt müssen wir was machen. Bringt das Pulver zu Hauptmann Trotter. Das machen wir gleich. Wir gehen erstmal hier rüber und statten den Orks einen Besuch ab. Dann geben wir alle beiden Aufgaben auf einmal ab. Ja, und hier waren wir ja schon in der letzten Instanz hier in Schragen da vorne und haben Schragen mehr oder weniger gut verteidigt. Wir haben es einmal vermasselt, wenn ich mich noch recht erinnere. Und da geht es nämlich schon los mit den Orklagern. Da oben seht ihr auch schon Palisaden. Und hier müssen wir nach Beweisen suchen, dass Talbot betäubt wurde, und wir haben eine Aufgabe bekommen. Bezwingt die Tagrib-Orks in ihren Lagern. Truppen der Tagrib-Orks haben entlang der Straße bei Schragen und dem Grünweg einige Lager errichtet und stellen damit eine unmittelbare Bedrohung für die Bewohner der westlichen Nordhöhen dar. Da haben wir auch nochmal eine Aufgabe offenbar bei den Schreckenschnabeln. Umherziehende Schreckenschnäbel. In den Reihen der Tagrib-Orks haben sich auch einige grausame Krebeien eingefunden, die darauf lauern, sich nach dem Angriff der Orks an den Leichen der Menschen gütlich zu tun. Diese erbarmungslosen Vögel erfüllen euch mit einem unangenehmen Gefühl der Vorahnung und müssen vertrieben werden. 10 Stück brauchen wir hier. Ja, und die greifen uns jetzt eh nicht mehr an. Also wenn wir sie nicht angreifen. Und da seht ihr auch, das geht einigermaßen flott hier. Wir haben Schlaftrank gefunden und haben hier hinten eine Kiste mit schwarzem Feuer. Da können wir aber momentan nichts machen. Ich denke mal, das ist für eine spätere Quest. So, dann müssen wir wahrscheinlich noch einen Ort weiterlaufen. Genau, müssen wir hier hoch. Da ist auch nochmal ein kleines Lager auf dem Weg hier hoch. Nehmen wir natürlich die Krähen hier mit. Und wenn ich Krähen sage, dann meine ich natürlich Krebein. Oder Krebein oder Krebein. Die furchtbaren Vögel auf alle Fälle. Da haben wir nämlich ein zweites Lager, auch wieder hier, Kiste mit schwarzem Feuer. Und da ist der Kessel. Wir brauchen noch einen Angreifer. Was brauchen wir denn noch? Tagrib-Posten brauchen wir noch. Und da oben müsste ja jetzt noch irgendwo ein Lager sein. Da müssen wir auch noch rein. Beziehungsweise hierher. Und da kommen wir dann später hoch. Tagrib-Posten, da ist ja einer. Das sind also die Fernkämpfer. So, wir haben dreimal orkische Schlaftränke gefunden. Wir haben hier jetzt gleich den Postenauftrag abgeschlossen. Und da unten sehe ich auch ein Krebein rumfuchteln.
Ihr habt die Tagrib-Lager zerstört, die Schragen bedrohten. Die Bewohner der Nordhöhen sind wieder in Sicherheit für den Augenblick. Gibt leider nur Hügelgrabeisen hier, das ist etwas schade. Da müssen wir weiter in den Norden hoch, damit hier die... Ich kann mir den Namen nicht merken. Das hochwertige Eisen, damit wir das dann bekommen. Ja, wo haben wir denn noch welche, Mensch? Einen brauchen wir noch. Eine Krähe. Ein Krebein. Krebin. Wie die Franzosen sagen. Krebin. Da unten ist einer, aber der ist mir zu weit weg. Da ist er. Dann nehmen wir den und dann können wir zwei Aufgaben abgeben. Und werden nochmal eine ganze Fuhr mit weiteren Aufgaben bekommen. So, wir springen auf unser Pferd. Ihr habt etliche der angreifenden Krebein getötet. Bekommen wieder Ruf bei den Menschen von Bre. Und dann schauen wir mal. Was? Ich kann nicht sehen, sagt er. Wieso das denn? Ist etwas schade, dass hier zu ist. Kann man überhaupt nicht schön runterschauen. Kannst nur ein bisschen erahnen, wie weit es hier runter geht. Aber das hat wahrscheinlich seinen Sinn, damit so Typen wie ich nicht wieder unvermittelt einfach runterspringen. Okay, wir sprechen mit Talbot. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ihr habt einen Beweis dafür gefunden, dass wir betäubt wurden? Das ist wundervoll, Tollfuß. Ihr müsst das sofort dem Hauptmann zeigen, damit er mich freilassen kann. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Bitte zeigt Hauptmann Trotter diesen Schlaftrank, dann wird er wissen, dass ich meine Pflichten nicht vernachlässigt habe. Wir wurden sabotiert. Ja, oder? Ich kann mir noch ein bisschen Zeit lassen. Das ist aber wirklich unangenehm, wie der hier drin steht. Eieiei, na gut. Dann sprechen wir mal mit dem Hauptmann, der hier etwas schlecht gelaunt ist und keine Nachforschungen selber anstellt. Die überlässt er wieder uns. Ein gewaltiger Knall in der Nacht. Was kann ich für euch tun? Und was ist das hier? Eine Art brennbares Pulver? Wie seltsam. Wer würde so etwas tun? Bleibt einen Moment. Brennendes Pulver, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich möchte zu gern wissen, wie das hierher kam. Aber mehr noch möchte ich dafür sorgen, dass es nie wieder hierher kommt. Sprecht mit Eggy bei der Brücke. Vielleicht weiß sie ja etwas über dieses Schwarzfeuerzeugs. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der kann ja gar nichts, der Hauptmann. Wieso ist der Hauptmann? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Talbots Unschuldsbeweis. Hauptmann Trotter hört eure Erklärung zu und riecht einmal an der Fiole mit dem Trank. Die Orks haben dies gebraut, sagt ihr? Das kann nicht gut für uns sein. Es scheint, als wären sie nun zu Sabotage übergegangen, nachdem ihre Überfälle an der Verteidigung von Schragen zerschellt sind. Ich denke, Talbot kann nun von seinen Fesseln befreit werden. Aber die Wachen müssen von nun an die Augen nach jedem verdächtigen Reisenden offen halten. Was für ein trauriger Tag für Schragen. Nicht mal entschuldigen tut er sich. Das ist sehr unhöflich. Na los, wir befreien dich. Kann ja nicht sein, du armer Kerl. Ich kann euch nicht genug für eure Hilfe danken, Tollfuß. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in den Stock gelegt wurdet, aber ich kann euch sagen, dass es nicht gerade die angenehmste Erfahrung ist. Ich glaube, Hauptmann Trotter war bereit, mich hängen zu lassen. Ihr habt mir wahrscheinlich das Leben gerettet, lieber Freund. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Na gut, ich bin froh, dass dieses Debakel ein Ende hat. Vielleicht können wir uns nun wichtigeren Dingen widmen. Das sind auch immer nur Leute, ne? Die sich nicht selbst eingestehen können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, ja, ist ja schon gut. Jetzt müssen wir aber weitermachen. Dass der andere seinen Tag hier in diesem blöden... Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? ...Gerät verbracht hat, das ist ihm total egal. Der Pass von Nan Varthen, eine Gefährtengruppenaufgabe.
die führt uns hier rüber. Vielleicht können wir die auch so schon machen. Wenn wir hier durchlaufen können, ohne dass uns irgendwie welche angreifen, dann können wir die auf alle Fälle machen. Tollfuß, ihr habt bei eurer Erkundung der Orklager überhaupt den Verantwortlichen für jenes üble Gebräu gefunden. Ihr berichtet Hauptmann Trotter, dass ihr in dieser Hinsicht kein Glück hattet. Ah, das sind in der Tat schlimme Neuigkeiten, denn es bedeutet wohl, dass sich der Einfluss des Feindes weiter erstreckt, als ich geglaubt habe. Ich fürchte fast, dass Nan Watren den Orks anheimgefallen ist. Der Pass von Nan Watren ist selbst in den friedlichsten Zeiten ein gefährlicher Ort. Wenn ihr helfen wollt, Shargs Zukunft ein für alle Mal zu sichern, müsst ihr die Orks in Nan Watren vernichten. Gefährliches Gebiet, genau, nur in Begleitung einer Gefährtengruppe. Okay, niemand anders hat eine Quest für uns. Das heißt, wir sprechen noch mit der Eggy. Und dann lassen wir es gut sein für heute. Ne, da ist noch einer. Oder eine Elsie. Bleibt einen Moment. Die Verstärkung der Verteidigungsanlagen. Hey da, ich brauche eure Hilfe. Unserer armen Stadt droht schon wieder ein Angriff von diesen fürchterlichen Orks. Jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, Shragens Überleben zu sichern. Und ich habe die Aufgabe, Vorräte zu beschaffen, um die Befestigungswelle aufrechtzuerhalten. Das Problem ist, dass die umliegenden Höfe, die einen Teil der benötigten Vorräte liefern sollten, von Orks überrannt wurden. Die Bauern konnten nur mit Mühe und Not entkommen und die Orks raubten alles aus. Ich würde ja Vorräte aus dem Süden kommen lassen, aber auch diese Route wird von Orks blockiert. Wir brauchen diese gestohlenen Vorräte. Die drei Dinge, die wir unbedingt benötigen, sind das Fass mit Nägeln, das sie wegtrugen, eine Kiste mit Hämmern und eine Kiste mit Sägen. Die Orks dürfen sie in ihren Lagern nordöstlich von hier gebracht haben. So, Eggy, da sind wir wieder. Das schwarze Feuer. Ich weiß ganz sicher nichts. Hauptmann Trotter macht sich zu Recht Sorgen wegen dieses Schwarzfeuers. Es muss von den Orks stammen, die sich seit kurzem im Nordosten in der Nähe des Passes von Nan Watren herumtreiben. Vermutlich steckt dunkle Magie dahinter und sie nutzen sie nun dazu, unsere Stadt zu vernichten, um den Grünweg zu blockieren. Wir dürfen das nicht zulassen, Tollfuß. Es ist ihnen nicht gelungen, uns zu vernichten, also müssen wir davon ausgehen, dass sie es erneut versuchen. Ihr müsst sie aufhalten. Das war das schwarze Feuer, das wir schon gesehen haben. Und eine letzte Aufgabe. Werdet ihr mir helfen? Halborg Intrigant. Es stellt sich immer noch die Frage, wie dieses verdächtige Pulver überhaupt in die Stadt gekommen ist. Über den Grünweg kommen viele Reisende hierher. Ich habe Gerüchte von einem hässlichen, hinterhältig aussehenden Mann gehört, der sich letzte Nacht in der Stadt herumgetrieben haben soll. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber er hat einigen Leuten einen ziemlichen Schauer über den Rücken gejagt. Er war bereits verschwunden, als ich nach ihm gesucht habe. Die Leute behaupten, dass er fast mehr wie ein Ork aussah. Habt ihr sowas schon mal gehört? Sucht nach dem Halborg, der das Pulverfass platziert hat. Und das sind dann alles Aufgaben hier oben und hier drüben. Ja, aber die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.